Das letzte Mal bei Let's Play Seiken Densetsu! Wir werden alle sterben. Heyo und willkommen zurück zu Let's Play Seiken Densetsu! Mit der Fortsetzung. Ich bringe dich in Sicherheit. Danke! Ach gut, dass wir so einen verlässlichen Mitstreiter an unserer Seite haben, wie auch immer er aus der Höhle herausgekommen ist. Wohin hat er sie gebracht? Ich sehe nach. Nach draußen, genau in die Angreifer rein. Er hat mich von hinten angegriffen. Ja, das ist auch mit dem Text. Sobald man in eine Richtung drückt, ist der Text weg. Oh mein Gott, der Pogo-Puschel hat mich nach hinten geschleudert und er redet mich wieder an. Er hat... Ja, ist okay, ich tu... Moment, ist das jetzt... Ich bin gerade in irgendeine komische Schleife reingekommen. Ich habe schon gedacht, ich müsste jetzt den Spielstand nochmal neu laden. Hula, hula, hula. So, ja, das Dorf ist oder die Stadt ist voller Gegner und wir folgen dem weißen, schwarz-roten Magier. Und ich habe nicht gelesen, was er gesagt hat, aber ihr könnt es dachten, es ist Julius, wer hätte das gedacht, dass es Julius ist, Julius Caesar. Mein Kampf war später in den... war ein anderer. Julius, warum? Du hast mir schon mal geholfen. Ich war unsicher, ob sie die richtige ist, bis ich sah, was eben geschah. Ich bin Shakespeare und reime mit Bier. Ich habe nur auf diese Gelegenheit gewartet. Und nun ist sie in den Händen von Glaive. Tommy! Oh mein Gott! Er schmeißt Steine nach uns? Du hast keine Chance gegen mich, Kleiner. Tommy! Oh, ich hätte mir nicht die Nase zuhalten sollen, während er Tommy sagt. Egal. So sieht der doch aus wie dieser Kali, also der Zimmer oder Kibber. Sieht doch so von der Seite aus wie dieser Sultan aus Aladdin, oder? Aus dem Disney's Aladdin und der Wunderschlampe. Alles klar. Tommy, wo ist sie? Julius verschleppt sie mit seinem Luftschiff. Ich werde... So nimm diesen Zauber. Du hältst den Heilungszauber, Zauber erlernt. Damit kannst du Wunden heilen. Danke! So, damit ist Tommy entführt und ich komme nicht aus der Tür raus. Doch, ich komme aus der Tür raus. Der Heilungszauber ist ein Zauber, der der im Gegensatz zum Lebenszauber lediglich Statusveränderungen heilt und damit für mich persönlich nicht so ganz nützlich ist. Ich habe noch diverse Salben im Inventar. Und ja, ach ja, übrigens, das Intro-Lied, was ihr gehört habt, das hat mir der Viperagon Zero sozusagen über eine, über einen Kommentar oder war das ein, war das jetzt nochmal ein Kanalkommentar? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr, nein, Waffe. So, deswegen musste ich mir auch die Axt kaufen. Ich hatte überlegt, ob es sich lohnt, die Axt zu kaufen, aber mit der Axt kann man Bäume fällen. Und genau das ist der Punkt, wo ich auch als Kind wieder da hier saß und dachte, wie komme ich denn jetzt weiter, verdammt. Ja, man muss sich hier durchmähen und Wespen umhauen. So. Wespenteil hier. So, damit kommen wir durch das Waldgebiet und bekommen ein Level Up. Ausgezeichnet. Also das Lied von Viperagon Zero, was er mir geschickt hat, war irgendwie mit dem Kommentar, hey, wäre das nicht ein wunderbares, tolles Lied für Mythos, also das Mythos-Theme zu Tales of Symphonia? Nein, ist es nicht. Das Lied ist... Thematisch passt es, aber die Musik ist viel zu cool. Oh, der sollte was von Elton John haben. I'm so gay, I'm so gay. Yeah, I'm so blond. Und ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich nicht gut mit Liedern aus. Ich könnte da jetzt keine gescheite Referenz einbauen. So, wir haben gehört, es gibt hier im Osten... Nee, Quatsch, das ist Westen, muss ich hier lang. Es gibt im Westen, es war bestimmt Westen, da bin ich mir jetzt ganz sicher. Gibt es eine... wie nennt sich's? Nein, gib mir die Kettenpeitsche, danke. Gibt es Zwergis, die da wohnen? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich meine,
Obwohl, da komme ich ja wieder rüber. So, Moment. Ich musste, glaube ich, zuerst nach hier unten. Das sind Vögel, Krabben. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nicht noch mehr tragen. Klasse. Dinge. Ich schmeiße mal ein bisschen Salbe weg. Ich habe immer früher gedacht, diese komischen Animationen, die so in die alle vier... Toll, Rubin. Ich glaube, das Ding kann man verkaufen. Ich weiß sonst nicht, was es für einen Effekt hat. Egal, ich verkaufe jetzt hier mein Zeug. Und gerade hat mich Sargona abonniert. Danke, Sargona, falls du überhaupt Interesse an meinem Zeug hast. So, ich verkaufe erstmal was. Obwohl, das könnte ich offscreen machen. Ich verkaufe erstmal offscreen was. Bis gleich. So, ich habe soweit alle Salben verkauft. Und jetzt gehe ich hier mal in den Einkaufsbildschirm. Und guck mal, Erdöl. 500 Goldstücke. Kaufen wir. Brauchen wir nämlich, um gleich weiterzukommen. So, und ich kaufe auch nochmal einen Schlüssel. Man weiß ja nie, wo man aneckt. So, Pickel müssen noch genug haben. Ja, die im letzten Video kommentiert haben, ja, Kaochan und so weiter. Es war wieder pervers. Ist mir egal. Es hat sich so ergeben. Und wenn Tammy mir schon schreibt, hey, willst du mit mir ins... Ich weiß nicht mehr, was hat sie geschrieben? Ich weiß nicht mehr genau. Aber darauf muss ich mich beziehen. Und hier gibt's die Zwerge. Hallo, willkommen in der Zwergenhöhle. Eine schöne Höhle. Ich wusste gar nicht, dass Zwergen Blumen mögen. Das Luftschiff flog westwärts. Der Gaia-Pass führt nach Westen. Also das heißt, geh durch den Gaia-Pass, damit du nach Westen kommst. Früher spielte ich mit Watz immer in der alten Mine. Du wirst die Lore benutzen. Vorher musst du sie ölen. Öl kannst du in dem Geschäft im Süden bekommen. Okay, hier erfährt man dann auch, dass man das Öl braucht. Wundertoll, Moment, kann ich hier nicht irgendwie meine Wunden kurieren, indem ich eine Nacht verbringe? Nein, kann ich hier nicht. Verdammt nochmal. Warum haben Zwerge so große Betten wie große Männer, wie ich es bin? Obwohl, vom Sprite her sind Zwerge ja auch irgendwie genauso groß. So, hier haben wir irgendwie gar nichts. Oh, verdammt, ich habe vergessen, mein Uhr wieder zu starten. Was ist denn, er ist auch irgendwie wieder dort. Er sucht nach Silber. Silber. Gaia zeigt Willig und Gefühle. Er liebt Silber, sonderbar nicht. Laut Captain Planet müsste Gaia eigentlich weiblich sein und ziemlich heiß. Ich würde öfter mich in den Dreck werfen, wenn Gaia wirklich so wäre. Aber so viel dazu. So, wir haben das Öl besorgt, wir müssen nicht nach Süden. Und ich habe jetzt gerade schon wieder meinen Faden verloren, worauf ich mich eben beziehen wollte. Es ist aber auch völlig Schnuppe. So, das ist Gaia. Also zumindest das, wo man rauskäme. So, ich kenne ja mal hier, denn ist der Eingang von Gaia. Man sieht die schönen Augen. Wah! Nicht meinen Mund betreten. Oh, jock. Und es spuckt uns wieder aus. Hat der Held Angst, da durchzugehen? Ich meine, Gaia wäre doch irgendwie hier der Traum eines jeden Zahnarztes. Machen Sie mal ja, es macht immer geht ihr gerne zum Zahnarzt? Ich weiß es nicht. So, wir hatten irgendwie Sex, wir hatten Rock'n'Roll und wir hatten Lesben im Video. Nein, thematisch nicht. So, um weiter nach oben zu... Und weiter zur... Gehst du kaputt? So, Schweinchen. Ich brauche jetzt wieder Ausrüstung. Ah ja, ich habe unterwegs jetzt auch eben meine Eisensachen ausgerüstet. Das habe ich offscreen gemacht, damit ich ein bisschen mehr Videotime habe. Unabhängig davon, ob ich hier... einkaufen gehe oder nicht. So, Zunk. Diese Bäume sind irgendwie klein und ich meine, das wäre doch der super Lumberjack schlechthin, dieser Held, dass der einfach mit einem Hub... Was ist jetzt gerade passiert? Mit einem Hubs durch die Wälder sich schnutzelt und ich glaube, wie komme ich jetzt auf Jaha? Gaia würde ihn sowas von übers Knie legen, dass er hier die ganzen Regenwälder abrodet mit übel... Shit, Magie, lebe. Ja, ich hätte jetzt auch die Heilungsmagie benutzen können, mich vom Übel, von der Übelkeit zu befreien. So, stirb, danke. Aber einmal schnell das Leben retten, ich war ja auch auf wenigen Lebenspunkten. Und einmal hier ins Hotel im Nachtlager für 10 Goldstücke ausruhen. Gute Nacht. Also, für Mythos müsste man irgendwie ein Lied von Boy George finden oder Elton John. Bin ich der... Verdammt, warum renne ich immer in die fiesen Gegner rein? Rums. Ich könnte bald nochmal ein Level up vertragen. So, hier müsste die Mine sein. Ausgezeichnet. So, nee, bevor ich in die Mine steige, will ich eben zwei Sachen erledigen. Die eine ist meine Sichel ausrüsten. Warum erfahrt ihr jetzt gleich, falls ihr dieses Spiel nicht kennen solltet. Und die andere Sache ist, ich brauche das Öl. Das Öl, um hineinsteigen zu können, damit sie losfährt. So, hier gibt's einen Schalter, aber den drücke ich nicht, weil der mich in den...
in den Kreis führen würde. Ich meine, er würde... Ah, wie sagt man? Ich würde im Kreis fahren. So, mit der Sichel ist die einzige... Oh shit, jetzt habe ich vergessen, diesen Schalter umzulegen. Verdammt! Ich sollte nicht so viel reden. Nein. Und das hier ist ein bisschen... toll gemacht, dass ich hier Lebenslevel aufsteige, während ich hier falsch rumfahre. So, und so langsam werden auch die Lebenspunkte was. Aber das Spiel bleibt noch einiger... Ah, ich Roboter, ich übel das Scheiße gemacht, unfair, ich mich nicht wehren kann. So, jetzt muss ich allerdings darauf achten, dass ich den Schalter erwische. So, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man diese Schalter auch anderweitig umlegen kann, aber das mit der Sichel ist es definitiv am einfachsten. Ich habe mich jetzt gerade keine Ahnung, ob man sich drehen kann. Und jetzt fallen wir in die Tiefe und er starb. Oder auch nicht, werden wir alle wissen können. Rollenspielhelden, Fall... Orgien aus jeglicher Höhe überleben. Ui, bist du in Ordnung? Autsch. Steh auf, wenn du Schalker bist. Steh auf. Wunderbar. Danke. Kennst du dich hier gut aus? Auf Silbesuche? Leiste mir doch Gesellschaft. Das war keine Antwort auf meine Frage. So, Watz. Watz ist übrigens auch Berti aus Psychonauts 2 aus Secret of Mana, nur wurde in der deutschen Fassung das irgendwie scheiße übersetzt. Und der Name geändert. Warum auch immer. Ich habe brauchbare Dinge. Willst du was kaufen? Also, das ist hier ein Drogendealer mit ziemlich gutem Zeug. Also, falls man Schlüssel oder Pickel braucht, kann man... Hoppala. Kann man ihm das abkaufen. So, ich behalte nicht die Sichel. Ich nehme meine andere. Ja, das ist ein bisschen fummelig in den Menüs hier. In diesem Spiel, weil man für jeglichen Mist, den man irgendwie braucht, wiederum ins Menü muss, um es ausrüsten zu müssen. Das ist ein bisschen fummelig gemacht, aber geht halt schwerlich oder schwerlich anders, weil der Gameboy halt nur zwei Tasten hatte. So, jetzt brauchen wir unsere Pickel. Da, wir haben noch ein bisschen was. So, machen den Weg frei. Das ist, glaube ich, ein Mimic oder sowas in der Art. Haben wir eine Schatztruhe. So, war diese Tür? Ah, die Tür ist offen. So, was ganz... Lebensenergie. Ja, wunderbar. Ich glaube, ich entledige mich mal ein paar Dinge aus dem Inventar. So, ein Bonbon weg. Wunderbar. Dann wollen wir nochmal eine Pickel ausrüsten. Ich weiß, man kann sich hier durch die Wand hauen. Und zwar an dieser Stelle. Ich weiß gar nicht mehr, was unten ist, aber ich glaube, unten war nichts wirklich Wichtiges. Ach doch, ich glaube, unten war ein Lebensregenerierungsbrunnen. Ich glaube, wir müssen hier nach unten. Genau. Und dann kommt man hier entlang. Ausgezeichnet. So, ich werde, bevor ich mich weiter aufmache, erstmal ein bisschen einen Sicherheitsspeicherstand anlegen. Man weiß ja nie, was kommt. Nämlich eine fiese Brücke. Ach ja, Watz schmeißt Äxte. Warum kann er Äxte schmeißen und ich kann meine nur dann schmeißen, wenn ich einen vollen Willensbalken habe? Das ist blöd gemacht. Nein, das wäre, glaube ich, zu überpower. Dankeschön. Ja, man sollte aufpassen, in welche Richtung man sich schleudern lässt. Mein Gott, hältst du was aus? Was soll das sein? Ein Raupi? Und ein Raupi ist nicht empfindlich gegen Äxte. So, ich werde einfach nochmal meinen Bonbon benutzen, was ich gerade gefunden habe, um mir mal ein paar Lebenspunkte. Mein Gott, macht das wenig. Egal, ich werde mein Inventar ein bisschen leeren, weil das Inventar ist klein genug. So, ich versuche noch in der verbleibenden Zeit noch bis zum Ende zu kommen. Die Höhle ist nämlich nicht sehr groß. So, ich hoffe nur, dass es vielleicht noch mit dem Level-Up klappt, aber ich habe ja schon mal gebetet, hier Level-Up, 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 also Level-Up, Level-Up. Komm, komm, gib mir Level-Up. Ja. Na, verdammt. Oh, so, ich werde hier nochmal einen Sicherheitsspeicherstand setzen. Denn, ah nein, doch nicht, bin doch noch nicht am Ende. Verdammt nochmal, ich glaube, die ist verschlossen. Nein, doch nicht. Okay, nochmal zwei Gegner, die ich für Lebenspunkte, für Erfahrungspunkte... Map. So ein Mist, verdammter. Okay, hier sind wir auch quasi schon am Ende. Und da wir quasi am Ende sind, bin ich gerade mit meinen Nerven am Ende. So. Hier kommt der Bossgegner. Komm. Wo ist er? Ich habe keine Ahnung gerade, wo man sich jetzt hinstellt. Ach, ich glaube, hier könnte man sich hinstellen. Ach, man muss den. Ach, verdammt, warum denke ich gerade die ganze Zeit? Oh, heilen, heilen. Aua. Schmerz. Man muss ihm auf den Kopf hauen. Wieso kam ich gerade. Ich glaube, ich habe verwechselt das gerade mit Zelda. Wo man diesen komischen Gewürmgegnern gerne mal auf das Hinterteil hauen muss, anstatt auf den Kopf. Ja, der Kampf wird ein bisschen dauern. Weil. Org. Immer gut, den Lebenszauber auf B zu halten. Bei solch einem Bosskampf. So, wenn er von oben reingeht, kommt er unten wieder raus. Ja, das ist ein in sich gedrehter Vortex mit Wurmlochkapazitäten und deswegen slidet er durch die Sphären.
So, jetzt kommt er natürlich von der Seite raus. Ich finde, es ist ein bisschen schwierig rauszufinden, wo der Typ als nächstes hin will. Hola, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Oh, gut was, immer schön. Mit der Axt auf sein Köpfchen. Ich weiß nicht, ob ich unterlevel bin, aber... Ich meine, es... Ich schlag mir ja noch ganz gut, glaub ich. So. Komm schon, ich hab nicht mehr viel Zeit. Jawohl, ja. Tausendfüßler besiegt. Und wir kriegen das Silber. Natürlich, es gräbt sich automatisch aus der Erde aus, wenn der Tausendfüßler tot ist. Daraus mache ich eine nützliche Ausrüstung. Gaia lässt dich nur in Silber gekleidet passieren. Besuche mich in der Zwergenhöhle. Wird Watz uns gute Ausrüstung mit Silber aus Silber fertigen? Finden wir nicht eine der besten Waffen des Spiels darin? Und wird uns Gaia danach durchlassen? Erfahrt es beim nächsten Mal von Let's Play Saiken Densetsu! Dann treffen wir uns nämlich wieder an der Zwergenhöhle. Bis dann! Ciao!